Grüß euch, liebe Zuseher. Wo treffen sich junge Musikerinnen und Musiker, wenn sie einfach mal ein bisschen zwanglos Lieder spielen möchten, zusammen hockert? Ja, am besten hier in Reute in der Kellerei. Und noch besser zur Open Stage. Und was eine Open Stage ist, das erklären wir euch jetzt. Stage bedeutet, also wörtlich übersetzt, offene Bühne, und das sagt es auch schon, nämlich ist eine Bühne, wo Musikerinnen und Musiker herkommen können, miteinander spielen können, auch ganze Bands oder, so wie es heute auch hier der Fall sein wird, einmal ein Blechbläserquintett oder auch einmal ein Chor und so weiter, kann sich melden, kann hier ein kleines Programm präsentieren, und dazwischen gibt es immer Blöcke mit offenen Sessions, das heißt, da treffen sich Jazzmusiker und können zu Hause Geübtes miteinander musizieren. Das heißt, es kann jeder Musiker, egal welches Genre er bedient, kann zu dir herkommen, kann sagen, hey, ich möchte ein bisschen spielen, möchte einen schönen Abend verbringen, oder seid ihr wirklich, oder sagt ihr, heute ist Jazz und das nächste Mal Schlager oder Rock? Na, momentan ist es nicht eingeschränkt. Es ist so, dass jeder kommen kann. Von den Bands, wir hatten schon Rockbands da oder eben verschiedene Bereiche. Bei der Session ist es an und für sich schon so, dass eher der Bereich Jazz im Vordergrund steht, weil das ist die Musik, wo Musiker problemlos Standards miteinander spielen können. Musiker, die sich normalerweise nicht treffen, die nicht miteinander geprobt haben, sondern die einfach hierher kommen und spontan miteinander spielen können. Und das funktioniert eigentlich in wenigen Bereichen. Da ist der Jazz eine Musikrichtung, weil die Musiker, die Jazzmusiker, die kennen alle diese Jazzstandards, diese Stücke. Und da funktioniert das eigentlich ganz gut. Was erwartet mich denn jetzt heute hier? Gibt es irgendeine spezielle Band, was heute auftritt? Es haben sich heute zwei Gruppen angekündigt. Das eine ist ein Orgeltrio, ein Jazz-Trio aus Innsbruck vom Konservatorium, vom Jazz-Konservatorium. Das sind Studenten in Innsbruck, die hier einfach die Möglichkeit nutzen, einen kleinen Auftritt zu machen. Die werden als Opener-Band fungieren sozusagen. Das ist eine Band, die am Anfang kurzes Programm präsentiert. Die sind dann auch als Rhythmusgruppe zur Verfügung. Das heißt, wenn jetzt andere Musiker kommen, Saxophonisten, Sängerinnen und so weiter, dann können die drei Musiker, die sind professionell genug schon, dass sie begleiten können und mitspielen können. Und dann wird im Laufe des Abends noch ein Blechbläser-Quintett aus Ehrwald auftreten. Die spielen auch so ein kurzes Programm von ungefähr einer halben Stunde. Das kommt dann so mitten dazwischen hinein. Ihr kommt aus Innsbruck. Wie seid ihr heute hergekommen? Wurdet ihr eingeladen oder
wusstet ihr schon, dass das heute ist? Ja, wir sind da eingeladen worden, im Trio eben den Jazz Opener, den Session Opener zu spielen. Seid ihr das erste Mal jetzt hier in Reutte? Nein, natürlich sind wir schon öfter da gewesen. In der Besetzung sind wir jetzt zum ersten Mal hier allerdings, ja, genau. Wie habt ihr euch zusammengefunden oder wie lange gibt es euch eigentlich schon? Unser Trio gibt es jetzt eigentlich seit 3 Wochen circa. Also ganz frisch? Eine kurzfristige Aktion, ja. Und wir haben Jazz studiert, oder studieren Jazz am Tiroler Landeskonservatorium in Innsbruck. Und durch die Spielereien und Session Open in anderen Lokalen haben wir uns kennengelernt und haben uns dann zu diesem Trio formiert. Ja, das ist ja toll, dann herzlichen Glückwunsch erstmal. Du studierst auch Jazz oder machst du was anderes? Nein, aber ich bin eigentlich hauptsächlich auch Musiker. Ja. Also. Ein Musiker? Und was machst du sonst beruflich? Ich bin Jurist. Oh. Okay. Also die Rechtsberatung von der Band, oder? Genau. Okay, das heißt, der Name habt ihr euch schon schützen lassen, Rootless? Da kann ich jetzt keine Auskunft dazu geben. Bist du noch in anderen Bands oder ist das der einzige, weil ihr kennt euch erst seit 3 Wochen? Ja, ich habe einige Formationen, wo ich spiele, also mein eigenes Trio, Christoph Kundner Trio, wo wir eher Bluesig, Fusion spielen. Nachher eine Band, wo wir nur eigene Sachen machen, Cebano, mit denen waren wir in Italien, Wien, vor 2 Wochen waren wir in Arco am Gardasee spielen und da bin ich viel am Weg. Und vom Konservatorium sind viele Big Bands, Ensembles, wo wir überall spielen, Treibhaus, Wilderin, Early Bird, Kellerei. Ja. Also darf ich mir das schon vorstellen, dass ihr das auch beruflich machen wollt einmal? Ja, also mein Studium wird momentan davon finanziert. Das ist auch gut. Und bei dir, wie schaut es bei dir aus? Es wäre der Plan, dass das mit Schlagzeug auch beruflich hinhaut. Aber eben der Richtung Jazz? Ja, Jazz, Pop, also man muss ein bisschen offen sein, sonst ist es ein bisschen schwierig. Ja, und dann macht man natürlich auch eine Juristenband auf. Wie könnten so eine Juristenband eigentlich heißen? Oh. Das Anwaltstrio. Trio Infernale. Ja, zum Beispiel, ja. 3 Paragraphen und fertig. Oh, hast du das schon, oder? Nein, aber das werden wir uns auch schützen lassen. Wenn jetzt auch Sie mal Lust haben, die Kellerei zu besuchen, alle Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie unter www.diekellerei.at. Pfiat euch!